Heute bauen wir uns die einfachste Rakete der Welt. Eigentlich ist es wirklich schon zu einfach. Ihr müsst die Sprudelflasche einfach nur schütteln, damit durch das im Inneren freigesetzte CO2 sich Druck aufbaut. Und beim Aufmachen des Deckels müsst ihr dann genau den Moment finden, bei dem es mehr Kraft benötigt, ihn zu öffnen. Kurz vor diesem Moment müsst ihr dann den Deckel schnellstmöglich aufschnippen, sodass sich das Gewinde auf einmal herausdreht. Dann entweicht der Druck schlagartig aus der Flasche und der Deckel wird sehr schnell meterweit in die Höhe geschleudert. Das klappt aber leider nicht mit jedem Flaschentyp, denn jeder Deckel ist irgendwo dann doch nochmal anders. Aber wenn ihr eine Marke gefunden habt, bei der es funktioniert, wird es bei ihr immer funktionieren. Also heißt es hier ausprobieren. Aber seid vorsichtig, dass bei diesem Versuch der Deckel nicht euch oder einer anderen Person ins Auge schießt. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, tragt auf jeden Fall eine Schutzbrille. Diese habe ich natürlich in der Beschreibung verlinkt. Aber wie weit kann denn der Deckel nun schießen? Das kann ich euch leider nicht sagen, da beim Aufnahmeexperiment der Deckel so weit und so schnell weggeschossen wurde, dass ich nicht sehen konnte, wo es ihn hingeschleudert hat. Und wenn man die Aufnahme Bild für Bild betrachtet, kann man sogar sehen, dass der Deckel zu schnell für meine Kamera war. Folglich kann man darauf schließen, dass der Deckel sehr weit geflogen ist. Also ich muss sagen, dass mir diese simple Flaschenrakete sehr viel Spaß macht. Ihr glaubt mir gar nicht, wie oft ich das schon aus Langeweile gemacht habe. Aber wie hat euch dieser simple Trick gefallen? Kanntet ihr ihn vielleicht schon? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn es dir gefallen hat, musst du dir noch unbedingt mein Video anschauen, in dem ich mit Cola und Mentos eine 4 Meter hohe Fontäne erzeuge. Und vergiss nicht, einen Daumen nach oben zu geben und den Abo-Knopf zu drücken, um kein weiteres Experiment mehr zu verpassen.